3, 2, 1. Moin und hallo, willkommen zu einer neuen Folge Podcast ist echt nicht einfach. Heute mit einem spannenden Gast, Fotograf und Gymnasiallehrer Michael Wagner ist heute bei uns. Er ist weit gereist, unter anderem nach Armenien, wo er uns heute mitnimmt und uns ein bisschen erzählt von seiner Reise und seinen Fotos, die er dort gemacht hat. Die Fotos könnt ihr sehen hier auf YouTube auf dem Kanal Dan Mackel, da seht ihr auch den Podcast ist echt nicht einfach. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann findet ihr in den Shownotes den entsprechenden Link zu diesem Video, wo ihr dann auch die Bilder aus Armenien sehen könnt. Mehr Bilder gibt es auf der Homepage www.mwagener-foto.de oder auf Michaels Instagram-Account. Geht einfach auf @wagener_michael und dann könnt ihr auch da ein paar Eindrücke von Michaels Arbeit sehen. So, jetzt steigen wir aber sofort ein. Los geht's mit einer neuen Folge vom Podcast. Hallo alle zusammen, schön, dass wir wieder da sind. Michael Wagner ist heute bei mir, wie ich gerade erzählt habe, Fotograf, Lehrer, weit gereist und erzählt uns ein bisschen von seinen Eindrücken. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Ja, hallo und an. Vielen Dank und schön, dass du die Zeit genommen hast. Wir haben längere Anläufe genommen, um diesen Termin wahrzunehmen und ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist, als Fotograf, der ganz spannende Bilder macht. Du bist unfassbar viel unterwegs gewesen und unterwegs durch die ganze Welt. Und nimmst dabei deinen Fotoapparat mit. Zuletzt in Armenien, über das wir heute sprechen wollen, über deine Reise dorthin, auch die Bilder ein bisschen sehen werden. Und mir ist das gestern passiert und ich habe mich total verloren in diesen wunderschönen Bildern, vor allem von den Menschen dort. Ja, das sind auch ganz tolle Menschen. Wie kommt es, dass man nach Armenien fährt? Ja, das war eigentlich ein Zufall. Ich war jetzt schon zum zweiten Mal da. Ich habe vor 4 Jahren ein Sabbatjahr gemacht als Lehrer. Das ist ja eine ganz schöne Sache. Und habe 2 Freunde in Berlin. Ich war mit denen in Kontakt und einer davon meinte, ja, er möchte in den Kaukasus. Und ich hatte keine Reisepläne. Da habe ich gesagt, gut, komme ich mit. Dann waren wir erst in Aserbaidschan, Georgien. Und meine beiden Freunde, die haben leider nicht so viel Zeit gehabt wie ich. Die mussten dann irgendwann nach Hause fliegen. Und ich habe mir dann noch Armenien angeschaut. Also da im Vorfeld sogar hier in Köln eine Frau kennengelernt, deren Vater in Armenien lebt. Und die meinte, wenn du dann nach Armenien kommst, dann ruf den ruhig an, dann kannst du bei dem übernachten. Und das ist halt jemand, Nazareth Karoyan, der lebt in Jerewan und ist da sehr gut vernetzt in der Kunstszene, hat selber so ein kleines Kunstinstitut gehabt, wo ich dann übernachtet habe und dann halt unterschiedlichste Leute kennengelernt habe. Und es hat mir sehr gut gefallen und ich war dann fast einen Monat in Armenien. Jerewan ist die Hauptstadt mit ungefähr 1 Million Einwohnern. Ja, ungefähr. Ja. Plus, minus, ist so genau kann man das ja oft nicht zählen. Wie ist da die Stimmung und die Lage? Man kennt Armenien auch viel aus Konfliktsituationen, aus dem Fernsehen, dass da Panzer durch die Straßen rollen, dass da Konflikt Bergkarabach die ganze Zeit irgendwie mitschwingt. Ja, der Konflikt ist natürlich primär auch nur in der Region, im Grenzgebiet zu Aserbaidschan. Und als ich vor 4 Jahren da war das so, dass man da war dieser Konflikt ja gerade eher in so einer ruhigen Phase, Waffenstillstand stand an und man konnte sogar von Jerewan aus touristische Touren durch Bergkarabach buchen und ist dann halt in diese Teilrepublik, sage ich mal, eingereist, konnte dann auch relativ nah an die aserbaidschanische Grenze, hat die Militärpräsenz natürlich wahrgenommen und es war halt auch nicht ganz ungefährlich, weil man natürlich nie weiß, ob es nicht irgendeinen Soldaten gibt, der dann doch mal aus Versehen auf den Knopf drückt und schießt. Das schwingt schon mit, Digga. Ja, das schwingt schon mit und da wird man auch darauf hingewiesen, dass man sich so versucht, da relativ ruhig zu bewegen. Aber es gibt halt da ein paar Kulturdenkmäler, die stehen halt da auch in diesem Grenzgebiet, die kann man sich auch anschauen und es ist auch oft eine spannende Gegend, auch landschaftlich wunderschön. Wie stelle ich mir das vor, landschaftlich oder ja, klimatisch? Sehr hügelig, klimatisch so. Das ist ja schon eher im Süden von Armenien. Es ist sehr trocken, so ein bisschen, eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen Wüste, aber schon so eine sehr trockene Region.
warm. Im Sommer sehr warm, im Winter kann es halt auch richtig ungemütlich kalt werden. Und ja, es ist, Armenien ist ja eigentlich das Land mit der ältesten, also eigentlich das erste christliche Land der Welt gewesen. Deswegen gibt es halt sehr viele Kirchen da, die man besichtigen kann, Klöster, die auch architektonisch ganz spannend sind. Und das Land hat eine wahnsinnig lange Geschichte, geht zurück bis zu den Griechen. Genau, und das ist halt auch das Spannende, dass selbst wenn man da mit einem normalen Taxifahrer irgendwie durch die Gegend fährt, dass fast jeder Armenier auch diese Historie halt im Kopf hat. Was halt auffällt, auch jetzt bei der letzten Reise war, man fährt dann, weiß ich nicht, über die Autobahnen oder Landstraßen und überall hängen Plakate von berühmten armenischen Künstlern, Politikern aus der Geschichte, aber auch aus der Gegenwart. Und die Leute werden, ich weiß nicht, inwiefern das in der Schule dann so das Thema ist, aber auf jeden Fall sehr... ja, haben einfach ein sehr großes Wissen über ihre Nation, wo sie herkommen. Dann natürlich auch der Genozid, der stattgefunden hat an den Armeniern, spielt eine große Rolle. Und das ist schon spannend zu erleben. Aber wie gesagt, damals war auch Bergkarabach noch eher die Lage entspannt. Jetzt war es natürlich sehr dramatisch, als ich da war. Ich durfte oder hatte eigentlich auch nicht geplant, nach Bergkarabach zu reisen. Es war auch im Grunde, man muss dann wieder extra Visa beantragen und gerade in der jetzigen Situation war es halt auch mir zu gefährlich. Also ich habe da ja auch jetzt keinen Presseauftrag oder so, deswegen mache ich das dann auch nicht. Und gleichzeitig kriegte man dann natürlich schon mit, dass die Stimmung in der, ich sag mal, normalen Bevölkerung, also die unteren Einkommensbereich oder mittleren, da auch sehr, sehr bedrückend war, dass viele natürlich irgendwie Verwandte haben, die in der Armee da kämpfen, dass dann natürlich auch so eine Angst da war. Ich weiß noch, als ich angekommen bin im Oktober, bin ich halt mit Ed, meinem Freund in Armenien, der hat mich in seinem Haus eingeladen und seine Frau wollte uns was zubereiten und ich bin dann mit ihm und einem Bekannten rumgelaufen durch sein Wohnviertel und er musste dann praktisch, also ich habe natürlich wieder fotografiert und die Leute waren sehr skeptisch diesmal, das war beim letzten Mal nicht so, weil sie dachten, ich wäre ein Spion. Also weil viele vermuten, dass Aserbaidschan Leute einschleust, die sozusagen andere Leute ausspionieren, Fotos machen. Gibt es ein grundsätzliches Misstrauen? Ein Misstrauen jetzt in der Bevölkerung. Ja. Klar, dann hat Ed übersetzt und dann war das halt auch meistens kein Problem mehr. Aber das ist eine Sache, die war für mich jetzt wirklich sehr neu. Gleichzeitig war diesmal natürlich auch die Situation so, dass ich zu einem Zeitpunkt eingereist bin, wo natürlich auch viele Russen aus Russland geflüchtet sind und die jetzt in Armenien leben und arbeiten, teilweise im Homeoffice sozusagen noch ihren russischen Arbeitgeber haben, aber jetzt in den teuren Hotels in Jerewan sitzen am Laptop und den ganzen Tag arbeiten. Mhm. Also eine richtige Schwemme hat man damit erlebt und man merkt dann natürlich auch so, dass das auch natürlich in Armenien zu unterschiedlichen Wahrnehmung führt. Also die Armenier sind, finde ich, eigentlich ein sehr sympathisches, freundliches Völkchen. Aber man hat schon auch gemerkt, dass manche diese natürlich das auch mit eher kritisch sehen, dass da jetzt auf einmal so viele, vor allen Dingen auch wohlhabende Russen kommen, die natürlich die Preise nach oben drücken. Es bringt auch eine ganz komische Ungewissheit natürlich mit sich. So. Ja, ja. Mhm. Und es ist halt, wie gesagt, auch ein Land, wo es natürlich auch Ecken gibt, die sehr modern sind. Also Jerewan, also die Hauptstadt, hat ein sehr modernes Zentrum, wo man halt, weiß nicht, ein McDonald's halt auch findet. Ja. Aber gleichzeitig hat man auch so die ärmeren Viertel, wie man sie sich jetzt, sagen wir mal, als Europäer vielleicht auch vorstellen würde. Ja. Und da die Schere zwischen Arm und Reich natürlich extrem auseinandergeht. Aber bei der ganzen Sache ist, finde ich, in dem Land
Ich weiß es auch nicht, ich finde die Mentalität halt sehr entspannt. Also die Leute regen sich nicht so sehr auf und sind alle, es gilt als unglaublich sicheres Reiseland, bis jetzt natürlich auf die Region Bergkarabach. Ja. Es kommt kaum zu Diebstählen und so. Ich glaube, das Einzige wirklich für uns Europäer Schwierige ist die Taxifahrt, wenn die Leute, ich sag mal, Verkehrsregeln wie in Deutschland kennen die jetzt nicht so. Gibt wahrscheinlich auch keinen TÜV da oder wenn so. Wenn der Taxifahrer neben dir irgendwie auf seinem Smartphone dir seine Familie erstmal vorstellen will, dann kann es durchaus sein, dass er dir halt erstmal praktisch während der Fahrt erstmal seine Bilder raussucht und dann dir zeigt und du guckst die ganze Zeit auf der Straße und hoffst, dass er jetzt doch wahrnimmt, dass da gleich ein LKW kommt oder so. Das ist schon ganz spannend. Und dann ziehst du los mit deinem Fotoapparat. Wie entstehen die Bilder dann? Gibt es ein System? Gehst du einfach drauf los? Gehst du mit einem Plan los? Nee, also. Gehst du alleine los? Meistens gehe ich wirklich alleine los, weil ich dann auch einfach mich mehr treiben lassen kann und nicht so gehetzt bin. In Armenien war jetzt, also als ich vor 4 Jahren da war, Ed sehr häufig mit dabei. Jetzt war ich häufiger alleine. Der Vorteil ist, wenn man natürlich mit jemandem aus Armenien unterwegs ist, dass er natürlich den Kontakt gut herstellen kann, dann kann ich Sprache, das kann ich jetzt nicht. Aber tendenziell bin ich doch lieber alleine unterwegs. Ja, und dann lasse ich mich wirklich treiben und bin da eigentlich ein sehr intuitiver Fotograf. Also habe da jetzt auch häufiger drüber nachgedacht, weil das ist ja das, was so in Deutschland immer ist. Man muss ja einen bestimmten Stil, eine bestimmte Richtung haben oder so. Also irgendwie, man sucht halt immer irgendwelche Kategorien. Und die würde ich sagen, die habe ich erst hinterher vielleicht bei der Auswahl, dass ich dann gucke, okay, jetzt habe ich eine schöne Serie mit Porträts gemacht. Oder ich finde aber halt auch Gebäude spannend, die man dann hier nicht so sieht. So ganz alltägliche Situationen auf der Straße. Es geht, glaube ich, eher darum, dann wirklich so eine Atmosphäre einzufangen, die man dann so in so einem Land wahrnimmt. Ja, es gelingt ja auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also die Bilder wirken sehr stark ganz oft. Vor allem eben die Porträtfotos, die von den Menschen dort. Wie passiert das, dass die das zulassen? Oder wie ist die Kontaktaufnahme mit jemandem, der da gerade zufällig auf dem Markt sitzt und du denkst dir, guck mal, den würde ich ganz gern fotografieren? Oder kommen die auf dich zu? Wie funktioniert das? In Armenien war es natürlich wirklich jetzt auch Ed zu verschulden, der einfach da auch guter Kontakter ist. Und gleichzeitig, ich glaube, wichtig ist, dass man selber einfach respektvoll bleibt und freundlich. Ich versuche halt auch witzig zu sein. Und ich halte den Leuten die Kamera nicht direkt ins Gesicht. Aber es gibt schon so Situationen, die sind schade. Dann sitzt man da, beobachtet eine Sache und würde am liebsten direkt loslegen. Ich glaube, das ist etwas, dann habe ich keine Probleme, auf Leute zuzugehen, auch trotz der Sprachbarriere. Man zeigt halt auf die Kamera, versucht irgendwie deutlich zu machen, man würde gerne ein Foto machen. Und ich sag mal, gut, ich laufe mit einer relativ professionellen Kamera rum. Das macht, glaube ich, auch dann Eindruck, dass die Leute dann denken, oh gut, da wird schon was hinterstecken. Meistens ist es aber wirklich so, dass ich versuche, halt jetzt nicht zu aufdringlich zu sein und taste mich da so ran. Und meistens ist es so, dass dann irgendwie vorher schon ein Blickkontakt stattgefunden hat, man sich irgendwie angelächelt hat, irgendwie so eine Grundsympathie da ist und man geht dann drauf los. Und dann gibt es natürlich auch Ecken, gerade so Märkte, wo die Leute das irgendwo gewöhnt sind, dass da Touristen auftauchen, dass Fotos gemacht werden. Spannender ist es eher, wenn man so dann bei der letzten Reise wurde ich dann zum Beispiel häufig privat eingeladen, dass man auch mal zu Hause dann fotografiert. Und manchmal wollen die Leute das auch, die zu ja ankommen. Also es ist jetzt in Armenien zweimal passiert, dass sie einem was zeigen wollen, dass sie einen mitziehen und auch fotografiert werden wollen in der Hoffnung, dass man das armenische Land oder das Land generell auch anders präsentiert oder auch erstmal auf den Schirm bringt. Also Armenien ist ja jetzt auch ein Land,
wo viele Leute ja wirklich nicht mal wissen, wo es liegt. Genau, das oder auch ich keine, muss, gar ich keine Vorstellung. Ich muss mich selber mit der Nase fassen. Ich hätte es auch irgendwie so, wenn ich einen Dart hätte werfen müssen, hätte ich ihn ungefähr in die Gegend geworfen. Mhm. Aber hätte mir jemand gesagt, jetzt zeig mir mal genau, wo das ist, vorgestern Abend, bevor ich mich hier vorbereitet habe für das Interview, hätte ich das auch nicht definieren können, genau wo Armenien liegt. Wie groß ist es im Vergleich zu den anderen Ländern und so. Genau. Ja, das hätte ich auch nicht gewusst. Gibt es dann die Situation, dass du auch Situationen stellst oder sagst du zu den Leuten auch Sachen, wie du gerne das Foto hättest? Oder ist es eher, das ist der Moment? Ja, kommt immer darauf an. Also es gibt zwei, also als ich vor 4 Jahren da war, hatte ich gerade so ein Parallelprojekt, das hatte ich ja auch hier in Köln, wo ich viel Tanz fotografiert habe, also Tänzer. Also auf der Straße, im natürlichen Raum, fand ich das irgendwie spannend so. Und als ich dann in Armenien war und Ed kennengelernt habe, habe ich ihm von dem Projekt erzählt und er meinte dann, ja, ich kenne da auch Tänzer. Und also in Armenien, die Leute sind alle sehr kulturbegeistert. Also fast jeden, den ich da kennengelernt habe, war irgendwie Maler, Grafiker, Fotograf, Filmer, Tänzer. Und dann habe ich halt 2 Tänzerinnen halt in Armenien fotografiert. Das ist dann natürlich schon so eine choreografierte Fotografie. Aber wenn ich unterwegs bin, stelle ich nichts. Also wirklich, das sind alles auch, ich beschneide nichts. Das Einzige, was ich so in der Nachbearbeitung mache, ist, dass ich mal Kontraste angleiche oder Farben. Also ich entscheide mich oft nachträglich, arbeite ich schwarz-weiß oder farbig. Das kann sich auch über die Jahre wieder verändern. Also wenn ich jetzt alte Bilder anschaue, die ich früher in Farbe spannend fand, mache ich die manchmal jetzt schwarz-weiß, weil sie mir dann doch wieder da mehr zusagen. Aber es ist schon so, wie ich die Sachen sehe, werden die auch fotografiert. Was macht ein gutes Foto für dich aus? Ja, gute Frage. Ich glaube, das kann auch ich nicht so richtig beantworten. Das kann, glaube ich, keiner so gut beantworten. Du sitzt ja nachher zu Hause und du guckst dir, sag ich mal, von einem Gebäude hast du vielleicht 8 Fotos gemacht. Dann entscheidest du dich für eins, wo du sagst, das ist das Beste, das gefällt mir am besten. Ja, es ist aber wirklich schwierig, das klar, ich bin ja auch Kunstlehrer. Ich könnte es jetzt natürlich auch mit Kompositionen begründen. Goldener Schnitt. Das ist auch etwas, was ich natürlich auch immer sehe. Das nimmst du ja auch mit, du hast das ja unterbewusst. Ich habe das ja auch irgendwo im Hinterkopf gespeichert und so. Aber eigentlich ist es das, was ich ja dann beim Porträt lebt es wirklich, glaube ich, vom Gegenüber. Klar, ich habe natürlich ich habe das Glück, jetzt tolle Objektive zu haben, die unglaublich scharf sind, die eine unglaublich schöne Tiefenschärfe haben, das mag ich persönlich. Aber manchmal geht es mir auch darum, gerade diese, ich sag mal, klassisch guten Bilder, sage ich mal, die gut komponiert sind, eher nicht zu nehmen, sondern eher mal zu gucken, gibt es irgendwas, da bin ich halt auch wirklich immer noch auf der Suche, mal was anderes auszuprobieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade arbeite, ich mache jedes Jahr so einen Wandkalender, habe ich mal vor ein paar Jahren angefangen und verkaufe die dann. Und dieses Jahr habe ich mir dann überlegt, du hast jetzt so viele Orte gesehen, such dir mal diese, ich sag mal, vermeintlichen Touristenorte und guck mal, ob du da Bilder findest, wo dieser Ort zwar drauf ist, aber nicht so dieses typische Touristenfoto, diese Ästhetik hat. Und das ist dann schon schwer, weil man dann feststellt, man auch gerade so Taj Mahal oder was auch immer, doch eigentlich auch, weil es vielleicht so im Kopf drin ist, immer so ein Touri-Foto das hat. Das ist der Frame sozusagen. Der Frame hat und gleichzeitig, natürlich mache ich dann sehr viele Bilder und trotzdem finde ich dann auch immer Bilder, die komplett raus sind aus diesem Schema. Stereotyp und die ich dann spannend finde, die aber vielleicht jemand Außenstehendes überhaupt nicht gut finden würde, weil es halt einfach vielleicht unscharf ist, vielleicht ein Schnitt scheiße oder so, aber das macht für mich dann das gute Foto aus und für den anderen, weiß ich nicht, deswegen, ja. Das Spannende an der Kunst, dass man eigentlich nicht drüber streiten kann, weil es immer für jeden anderes bedeutet auch, ne? Ästhetik ist ja auch so ein Wort, wo man sagt, ja gut. Ja, das ist halt schwierig. Klar, es ist halt immer die Frage, nach welchen Kriterien beurteilt man ein Bild. Du hast ganz viel jetzt vom Ed erzählt. Ed ist auch selber Fotograf? Er ist armenischer Fotograf und wie gesagt, den habe ich damals in Armenien dann in diesem Haus von Nazareth kennengelernt. Ich habe halt gefragt, ob er jemanden kennt, der mir ein bisschen die Stadt zeigen kann. Und das hat eigentlich so von unserer Art und Weise, durch die Stadt zu laufen, Sachen wahrzunehmen, eigentlich ganz gut funktioniert. Er macht primär Schwarz-Weiß-Bilder. Also er fotografiert auch wirklich
schwarz-weiß schon, also gerade das so in der Kamera voreingestellt. Sieht sich halt auch wirklich so als so ein klassischer Dokumentarfotograf, der sich auch ein bisschen raushält aus dieser ganzen politischen Geschichte, der wirklich einfach so den Alltag wahrnehmen möchte. Und beobachten. Und als ich dann 2018 in Armenien war, 2017 war ich in Armenien und 2018 war Ed dann in Deutschland eingeladen für eine Künstlerresidenz mit seiner Frau zusammen und hat dann in Deutschland Fotos gemacht und dann haben wir überlegt, ist ja eigentlich ganz witzig, ich war in Armenien, du in Deutschland, lass uns mal gucken, wie das irgendwie zusammen matcht. Das war so meine Idee und dann wollte ich halt bei der Fotoszene Köln mitmachen mit einer Ausstellung und dachte, das wäre doch eigentlich eine schöne Geschichte für eine Ausstellung. Da haben wir halt eine kleine Ausstellung mit diesen Bildern gemacht. Also praktisch immer ein Bild schwarz-weiß von mir aus Armenien, ein Bild schwarz-weiß von Ed aus Deutschland. Und das wurde hier in Köln ganz gut angenommen. Und dann hatte ich 2019, glaube ich, schon das Goethe-Institut in Jerewan versucht anzuschreiben. Oder wir waren gerade am Überlegen, ob wir das da machen. Dann hatte aber Ed irgendwie keine Zeit. Ja, und dann kam Corona und dann lag das ja erstmal brach alles. Mhm. Und und dann haben wir das halt letztes Jahr nochmal, oder dieses Jahr, habe ich dann, glaube ich, im Januar oder so da nochmal angeschrieben, ob das vielleicht fürs Goethe-Institut oder Goethe-Zentrum in Jerewan interessant wäre. Und die fanden das direkt toll, haben mich dann eingeladen und im Oktober habe ich dann da die Ausstellung nochmal wiederholt. Mit ein paar Bildern haben wir das noch ergänzt. Ja. Ja, das klingt total schön. Das ist eine schöne Idee, das perspektivisch so zu verdrehen, einfach den deutschen Fotografen die Bilder aus Armenien machen zu lassen und den armenischen Fotografen in Deutschland. Welche Fotos hat Ed gemacht? Ja, er hat halt primär natürlich, er war ein bisschen eingeschränkt, weil er... Wo in Deutschland war er denn? Komme ich gerade nicht drauf. In Ostdeutschland, in einem kleinen Ort. Im Winter, das war glaube ich im November, Oktober. In Deutschland sieht ja auch überall anders aus. Ja, und dann hat er ein paar Bilder in Berlin gemacht, ein paar Bilder in Köln. Aber mehr so praktisch seine Zeit in dieser Künstlerresidenz festgehalten. Aber das Spannende ist dann trotzdem, dass man in seinen Bildern wirklich so, ich sag mal, das Deutsche halt auch wirklich erkennt. Was man so auch im Ausland so die Deutschen wahrnimmt, so diese Gradlinigkeit, dieses Strukturierte. Und die Bilder, sie sind halt alle sehr clean, sehr klar komponiert. Es passt eigentlich so zu diesem Deutschen und dann im Vergleich dazu dann diese armenische Seite. Und dann haben wir halt auch so ein paar Bilder, so ganz witzig, er hatte einen Hund in Deutschland fotografiert, ich habe einen Hund in Armenien fotografiert und die haben wir dann in Jerewan aus Versehen nebeneinander gehängt. Ja, wir haben die nebeneinander nicht, aber wir hatten eigentlich so ein System, meine Bilder hingen, glaube ich, unten, seine in der oberen Reihe und da hatten wir es irgendwie vertauscht und war das dann ganz witzig, dass die Leute, welcher Hund ist der jetzt, der Deutsche? Ja. Das konnte man natürlich so nicht sehen, weil es sind halt zwei ganz normale Hundebilder. Ja, und dann auch Ed dann in Armenien gesagt, ja, es ist halt ein Hund, ist doch egal, wo der ist. Ja, also irgendwie war ganz witzig. Aber es ist eine sehr schöne Metapher für alles, was wir immer mit Grenzen und mit bei denen und anders und als Abtrennung kann man sagen, es ist einfach nur ein Hund oder es ist einfach nur ein Mensch. Naja, es ist einfach nur ein Wesen oder es ist einfach nur ein Lebewesen, egal, unabhängig von der gleichzeitig Verordnung. Sieht man natürlich schon auch diese Unterschiede. Dieses, ich sag mal, wenn ich Armenien sehe, wo ich sag mal, die meisten Menschen sagen, oh, das ist aber abgeranzt, das ist dreckig und verrockt oder so, fallen mir dann eher so, ich finde das halt lebendig und spannend, während mir dann bei Eds Bildern, wenn ich dann so auf Deutschland gucke, ich finde das halt mega langweilig. Gut, da habe ich halt dieses ganz schöne Haus, den schönen Garten, die schönen geraden Linien. Und alles clean halt. Alles clean und sauber und gut. Und das ist dann für mich als Fotograf, finde ich dann nicht so spannend. Wie haben die Armenier auf die Bilder reagiert aus Deutschland? Für die, die das vielleicht nur zum ersten Mal durch diese Bilder vielleicht so wahrnehmen auch? Also gut, aus dem Fernsehen kennen ja, die auch so Deutschland. Ja, so viel Feedback habe ich noch nicht bekommen, aber... Man vergleicht ja ständig. Ja, man vergleicht.
Ja, die fanden das natürlich schon auch spannend. Aber wie gesagt, ich habe leider da noch nicht so auf der Ausstellungseröffnung waren halt, ich glaube, 50 Leute. Ja, wir haben gar nicht so viel über Deutschland geredet. Das darf man sich auch nicht so vorstellen, als würden die das nicht so kennen. Also viele Armenier reisen ja auch und haben ja auch Verwandte hier. Und das war jetzt nicht so, ist jetzt nicht so wie in Südostasien oder Afrika. Es geht eigentlich nur darum, dass die Architektur anders einfach aussieht. Ja, also die Architektur ist anders, es ist sauberer, es ist cleaner. Mir geht es ja fast so umgekehrt, wenn ich ein Foto aus Hongkong sehe, dann sehe ich wieder andere Dinge sozusagen, die ich denke, ah, guck mal, das passt total dahin, so stelle ich es mir vor, obwohl ich nie da war oder so. Ne? Ja, aber wie gesagt, da habe ich leider nicht großartig nachgefragt. Wo lernt man denn mehr? Beim Reisen oder in der Schule? Gute Frage. Ich würde sagen, beim Reisen mit der Schule oder so. Nein, aber... Ja, auch gut. Ja, das habe ich ja auch gemacht. Ich war ja auch viel mit Schülern unterwegs. Genau, das wär der smooth Übergang genau dahin. Du hast es geschafft, deine Gymnasiasten mitzunehmen. Ja, das ist aber auch schon länger her. Da war ich noch an meiner alten Schule. Da habe ich mal ein Projekt begleitet. Nach meinem ersten Sabbatjahr kam der Schulleiter zu mir, Herr Wagner, Sie reisen noch so viel, wir haben da was vor. Und wenn der Schulleiter schon zu dir kommt, ist das schon der war echt gut. Und ja, da bin ich damals mit einer kleinen Gruppe von Schülern und das wurde von der Kirche organisiert, der evangelischen Kirche. Ich bin jetzt da, ich bin kein evangelischer Mensch. Also kein Gläubiger. Gläubig bin ich vielleicht ein bisschen, aber ich bin halt Katholik. Ja. Aber die haben mich dann trotzdem mitgenommen. Und es ging halt nach Westpapua in Indonesien mit einer kleinen Gruppe, weil die Schule in Waldbröl im Bergischen hatte eine Partnerschaft, beziehungsweise die Stadt Waldbröl hat eine Partnerschaft in Westpapua. Und der Pfarrer wollte halt, dass ein paar Schüler mal das Leben da kennenlernen und hat sehr viel Geld organisiert, dass die Schüler zwar noch mit einem hohen Eigenanteil, aber praktisch bezahlbar mitreisen konnten. Und das haben wir dann langerhand vorbereitet, wurden da geschult in so Kulturbegegnungen. Klar, da mussten ja alle geimpft werden, auf den Flug vorbereitet, Sachen gepackt. Ja, und ich habe das dann mitbetreut, da war noch eine Ärztin dabei, ein Dolmetscher und zwei Sozialarbeiter, die das so ein bisschen mitbegleitet haben. Ja, und das war schon eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Und einige von denen machen natürlich jetzt auch was im Ausland von den Schülern, die sind ja mittlerweile fertig mit dem Abi, studieren. Und ja, war eine spannende Erfahrung auf jeden Fall. Hast du Ex-SchülerInnen, die in die Kunstrichtung gegangen sind, von denen du weißt? Ja, ich weiß, dass ein paar das angefangen haben zu studieren. Ich weiß, dass manche in den Medien gelandet sind. Ja. Fotografie machen, Film. Manche auch wirklich Kunstlehrer-Richtung eingeschlagen haben. Ob das jetzt an mir liegt, weiß ich nicht. Aber das kriegt man auf jeden Fall mit. Man wird ja trotz allem immer geprägt von den Leuten. Nee, man kriegt auch manchmal ganz schönes Feedback irgendwie. Also was mir, glaube ich, mal... Das vor zwei, also genau im zweiten Sabbatjahr, also 2017, hat mir dann eine Schülerin irgendwie aus Vietnam geschrieben, dass sie jetzt ihre Auszeit nimmt vom Studium und das Beste ist, was sie getan hätte, gereist und jetzt verstehen könnte, warum ich das so mache und das alles jetzt relativiert und dass die Einsen, die sie immer versucht hat, im Abitur zu kriegen, dass das jetzt alles gar keine Rolle mehr spielt und das fand ich irgendwie ganz schön. Dass man dann so nach Jahren da nochmal angeschrieben wird. Und Das motiviert auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Was lernen die denn bei dir im Kunstunterricht auf dem Gymnasium? Also erstens, die wissen ja, dass du Fotograf bist. Ja, also die müssen natürlich erstmal das lernen, was im Lehrplan steht. Du hast natürlich ein Doppelleben. Ja, ja. Bist ja in Zweifel. Aber wissen die von deinem Doppelleben? Ja, die wissen auf jeden Fall von meinem Doppelleben. Ja. Ich gehöre da nicht zu den Lehrern, die das irgendwie verheimlichen, was sie privat machen. Mir ist das auch wichtig. Und das hat ja auch Synergien. Also ich bin zwar jetzt kein professioneller Fotograf in dem Sinne, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene, aber ich denke mal, ich habe es mittlerweile doch geschafft,
so in Anführungsstrichen anerkannt zu sein, dass ich ein relativ breites Netzwerk habe, auch Kontakte zu Leuten, die wirklich professionell fotografieren oder in dem Bereich tätig sind. Und das kann ich natürlich für die Schule nutzen und habe dann zum Beispiel hier in Köln auch häufiger relativ prominente Fotografen eingeladen, mal mit den Schülern Workshops zu machen. Das war dann schon auch so eine gute Sache. Es hat sich so gegenseitig befruchtet. Und umgekehrt ist es dann natürlich auch so, dass dann, wenn es um Fotografie und Bildung in der Schule geht, dann die Leute, die sich damit beschäftigen, auch wissen, okay, da gibt es halt diesen einen Lehrer in Köln, der macht da auch spannende Sachen. Mhm. Den laden wir mal zu einem Vortrag ein oder der schreibt mal einen Text. Das kann dann auch schon mal passieren. Ja. Wir leben ja in einer wahnsinnig visuellen Zeit. Mhm. Und wahrscheinlich merkst du das mit deinen Schülerinnen und Schülern noch mehr, weil du da auch im Puls der Jugend sozusagen ständig bist. TikTok, Instagram, mhm. Fotofilter, mhm. Foto, jeder hat ein Fotoapparat direkt griffbereit. Also es ist nicht mehr wie noch vor ein paar Jahren, wo du angewiesen warst, erstmal ein Fotoapparat mitzunehmen, unabhängig der Qualität und deiner Linse und so. Heute haben wir hochauflösende Maschinen in der Tasche und benutzen sie trotzdem, um alberne Schweinchenöhrchen-Fotos zu machen. Ja. Ist das thematisiert oder ist das nochmal ein Thema auch für sich innerhalb von... Ja, das ist natürlich ein Thema im Unterricht, auf jeden Fall, auch sowohl im Kunst- als auch im Deutschunterricht, den ich auch mache. Aber es ist, es gibt da zwei Seiten. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass die Jugend, die damit groß wird, damit eigentlich auch super umgehen kann. Und da muss ich dann schon manchmal schmunzeln, weil es ist halt nicht so. Die haben zwar dieses teure Gerät in der Tasche, aber viele wissen dann doch nicht, was das alles kann. Ja. Das muss man denen dann doch beibringen. Dann gibt es natürlich auch diesen ganzen Bereich des Datenschutzes jetzt, Cybermobbing-Geschichten und so. Da muss man natürlich auch drauf reagieren. Gleichzeitig stelle ich fest, dass versuche ich dann ab und zu in Kunst hinzukriegen, das Auge mal wieder zu schulen, eine gewisse Qualität wahrzunehmen, wenn man dann natürlich den ganzen Tag beballert wird mit einer Menge unterschiedlichster Bildinformationen, stelle ich persönlich fest, dass dann auch vieles einfach auch aus meiner persönlichen Sicht qualitativ sehr schlecht ist. Mhm. Aber es in der Masse und dadurch, dass es überall präsent ist, einfach akzeptiert wird und Schüler das dann halt auch irgendwie als State of the Art dann so nehmen und das finde ich dann halt ein bisschen problematisch, wo ich dann sage, nee, da geht Bär, das kann man besser machen oder so. Also, aber das erschreckt mich halt auch manchmal, wenn ich mir zum Beispiel Publikationen anschaue von irgendwelchen Verlagen, die sich für Bilder interessieren oder so, dass es da so eine Beliebigkeit Einzug hält. Also dass die Leute, ja, das also... Bilder an, zwar in der Masse existieren, aber die Qualität generell doch eher leidet. Also ein Wert verliert dadurch auch vielleicht. Ja, ein Wert verliert oder vielleicht Sachen Wert bekommen, die eigentlich wertlos sind, sagen wir es mal so. Also wenn ich da neulich noch mit einem Fotografen drüber gesprochen, dass manche Ausstellungen Bilder hängen ohne irgendwelche Erläuterungen, wo man vorsteht und sich den ganzen Tag fragt, warum hängt dieses Bild in dieser Ausstellung? Weil es irgendwie inhaltlich im Grunde nichts aussagt, formal irgendwie unglaublich schwierig zu fassen ist. Und dann fehlt dann noch ein erläuternden Text, der mir als Rezipient dann eröffnet, wieso der Fotograf, die Fotografin oder der Künstler, die Künstlerin das gemacht hat. Und dann heißt es natürlich immer, ja, jeder soll sein eigenes. Genau, das wäre jetzt natürlich das Anwalts... Ja, das ist ja immer das, was kommt. Aber das ist ja auch das, was ich in Schule gerade ein bisschen problematisch finde. Wenn jeder sich so seine eigene Sache zurecht denken soll, muss er ja auch erstmal für sich selber gelernt haben, kritisch zu denken und sich seine eigenen Kriterien zurechtgelegt haben. Wenn man aber nie gelernt hat, Kriterien zu entwickeln, dann ist das halt schwierig. Und das ist, glaube ich, gerade die Gefahr, dass uns irgendwie da was abhanden kommt. Also ich finde, manchmal muss man einfach auch mal Nein hören, um
zu lernen, dagegen anzukämpfen. Also das heißt, wenn ich etwas, tut mir ja auch leid manchmal als Lehrer, aber manchmal muss ich den Schülern auch immer sagen, es ist schlecht, das ist nicht gut. Ja. Oder auch für mich einfach nicht gut. Das kann ja auch für die, vielleicht liege ich da ja auch falsch, aber das Problem ist ja nicht... Du argumentierst es ja auch. Du sagst ja, das ist für mich nicht gut, weil... Ja, das versuche ich natürlich in der Regel zu machen, aber selbst das kann ja nicht immer, vielleicht liege ich ja auch falsch, aber der Punkt ist einfach, es ist auch durchaus okay, mal so ein Nein zu hören und als Schüler entweder dagegen zu rebellieren, was ja dann auch cool wäre, ja. Oder auch zu überlegen, gut, warum hat der Lehrer Nein gesagt und was kann ich verbessern? Und das ist ja etwas, was gerade ja auch so das Bildungsproblem ausmacht, dass dafür kein Verständnis mehr herrscht. Selbst Eltern teilweise, so wie man es mir berichtet hat, zu Lehrern oder Lehrerinnen kommen und sich darüber beschweren, warum das Kind kritisiert wurde für ein bestimmtes Verhalten oder für eine bestimmte Nichtleistung. Und ich sage, ja gut, aber das ist halt, gehört zum Erwachsenenleben dazu, dass man halt auch mal lernt, Fehler einzugestehen oder so, also dass man halt auch mal eine Grenze kennenlernt. Und, und wenn es dann so weit kommt, dass sich Lehrer fürchten, in der Schule solche Grenzen einzufordern, weil dann irgendwelche Eltern auf dem Schirm stehen, dann ist das halt problematisch. Und, absolut. Ja, das ist ein gesellschaftliches Problem gerade aktuell. Ja, das ist also, wie gesagt, das Bildungsproblem in Deutschland ist ein gesellschaftliches Problem. Und ich meine, klar, wenn man dann natürlich in einer Zeit groß wird, wo man noch nicht mal mehr hoffen kann, dass alle Schüler so einen gleichen, ich sag mal, Bildungshorizont haben, man sitzt da in einer Klasse mit 34 Schülern aus unterschiedlichsten Nationen, unterschiedlichsten Vorerfahrungen. Die einen kommen aus einem superreichen Bildungshaushalt, also gebildeten Haushalt, und andere, weiß ich nicht, leben mit 3 Kindern in einem Zimmer. Ja. Und dann soll man als Lehrer da noch individuell auf jeden dieser 30 Köpfe eingehen. Das ist einfach, das geht nicht. Ja. Das funktioniert nicht. Und dann soll man den Schülern auch noch innerhalb von 10 Jahren unglaublich viel Wissen in unglaublich kurzer Zeit in den Kopf vermitteln. Und was ich dann halt auch immer sage, Wissen braucht halt Zeit. Ja. Also, und gute Sachen brauchen halt Zeit. Und manchmal muss man da auch versuchen, die Räume zu schaffen, dass ein Schüler sich da einfach auch mal über Wochen oder Monate mit einer Sache mal auseinandersetzen kann. Und das ist ja das, was ja gerade nicht funktioniert. Da fand ich das mit dem Reisen so schön, weil durch Reisen erfährt man etwas, indem man einfach handelt. Man ist dann unterwegs, man muss sich dem aussetzen und man muss sich diese Zeit nehmen, weil man kann gerade sowieso nichts anderes machen. Wenn du gerade nach Indonesien fährst, dann kannst du nicht zu Hause an der PlayStation hängen. Du bist gerade unterwegs nach Indonesien und machst irgendwas anderes und kriegst was anderes mit. Da bist du so gezwungen, dir Zeit zu nehmen für etwas, weil es einfach ganz viel wegkanalisiert in der Zeit, wo man auf Reise ist. Also mir geht es jedes Mal so, wenn ich auf Reise bin, habe ich das Gefühl, dass ich durch das weniger an Input, was auf mich aufprallt, was sonst in meinem Alltag auf mich aufprallt, das gehört auch das Handy dazu und die ganzen Nachrichtenticker und alles Mögliche und Jobanfragen, beantworten, das und dies und dies, der ganze Kommunikationswall, den man so hat als Freiberufler, dann zu sagen, ich bin jetzt im Urlaub, ich bin weg, man ist weg und dann öffnet sich so alles wieder, als würden die Kanäle wieder aufgehen, man kann wieder Neues wahrnehmen. Ja, aber dann will ich unterscheiden zwischen Reisen und Urlaub machen. Also wenn ich Urlaub mache, wenn ich mich bewusst zurückziehe, um mir Zeit zu nehmen für eine Sache, beim Reisen würde ich sagen, bin ich ja auch Input gesteuert, nur habe ich anderen Input. Ja, oder neuen Input sozusagen. Neuen Input. Der sich anders. Wobei ich da auch zugeben muss, ich habe mal in Südafrika auf einem Berg gestanden und dann tauchte neben mir so ein junges Mädel auf und hat, glaube ich, 30 Selfies gemacht und war nach 2 Minuten wieder weg von der Bergspitze. Während ich dann, klar, ein bisschen gesetzteren Alters, da natürlich noch den Sonnenuntergang genossen habe. Das ist halt dann auch ein Unterschied von Zeit. Also ich glaube, der Punkt ist immer dieses Effektivitätsdenken. Ich finde, effektiv kann halt auch mal sein, einfach mal ein bisschen entspannter, ein bisschen chilliger und die Sachen lieber gut zu machen. Ich versuche das den Schülern, oft sieht man es ja in der Architektur, wenn ich dann, was weiß ich, so Jugendstilbauten oder
und oder auch irgendwie Design, wo dann auch Schüler natürlich merken, oh, das ist jetzt wirklich eine tolle Sache, es ist super gebaut oder super schön designt. Und wenn man dann den Leuten offeriert, okay, da hat aber jemand auch wirklich monatelang oder bei den Gebäuden jahrelang dran gearbeitet, rumgefeilt oder so, und dass das heute eigentlich keiner mehr machen würde, weil einfach die Zeit fehlt und das keiner mehr bezahlen könnte. Ja. Und so, und das kann man natürlich schon in der Schule machen, indem man sagt, ey, jetzt malen wir mal ein Bild, aber wir malen es wirklich gut. Ihr macht nicht nur einen Anlauf, macht man 2, 3 Versuche, bis es halt funktioniert. Weil das kostet halt Zeit und dann kann ich gewisse andere Dinge halt nicht unterrichten. Und solange da nicht abgespeckt wird in dem, was ich sag mal, bildungstechnisch vorgeschrieben ist, ja. Was ja auch irgendwo sinnvoll ist. Also diese Vorgaben sind ja, aber es braucht den Plan, aber ist der überhaupt umsetzbar? Ist der umsetzbar oder inwiefern darf man als Lehrer sich noch die Freiheit nehmen, zu sagen, gut, manche Sachen muss ich halt jetzt auch mal unter den Tisch fallen lassen zugunsten einer anderen Sache. Da muss man schon auch als Lehrer einfach, glaube ich, eine Menge Mut aufbringen, das durchzuziehen und hoffen, dass das dann auch bei den Schülern, dass sie das dann auch wahrnehmen als eine Erfahrung, ey, wenn ich mich lange mit einem Thema auseinandersetze und mit einer gewissen Tiefe wieder reingehe, dass dann auch wirklich was Gutes bei herauskommt, dass es nicht nur um so ein Abhaken von Wissensanhäufungen geht, um letztendlich einfach nur eine gute Note zu bekommen und so. Und deswegen, also wenn es nach mir ginge, würde ich zum Beispiel in Fächern wie Kunst oder Musik auch die Noten abschaffen, um einfach den Leuten zu zeigen, es gibt auch Sachen, mit denen ich mich beschäftige, weil es einfach Spaß macht, weil es einfach mein Horizont erweitert. Einfach um der Sache willen und nicht um eine Note willen. Man kann die Schüler ja trotzdem, ich sag mal, in die Schule zwingen und dann muss das halt machen, aber mit einem anderen Hintergrund, ja. Ja, da gehe ich total mit. Wir leben in einer Zeit, wo künstliche Intelligenz bald bessere Bilder malt als jeder Zeichner, Grafiker und Logo-Entwerfer. Fotorealistische Bilder gibt es auch immer mehr aus der Artificial Intelligence. Wie siehst du denn die Zukunft von Kunst und Kunstschaffenden in dieser Sparte? Werdet ihr alle überrollt von künstlicher Intelligenz und einfach gebauten Fotos aus dem Rechner? Ja, ich sag mal. Die teilweise ja nicht mehr zu unterscheiden sind von echten Fotos. Oder Bildern. Ja, ich meine, das haben wir ja schon. Also Dolly 2. Ja, oder guck dir irgendwelche aktuellen Star Wars Filme oder auch, so an. Oder genau. Man kann ja nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt als sie Luke Skywalker jetzt generiert haben. Ja. Man weiß ja nicht, ist das jetzt. Aber andererseits, ich glaube, wichtig ist, dass man den Leuten zeigt, aus welcher Quelle kommen diese Bilder, dass man das als Rezipient noch wahrnimmt. Okay, das ist jetzt digital, das ist jetzt real, das ist ja das ganze Problem der Fake News halt auch. Ich persönlich finde das erstmal eine spannende Entwicklung. Man kann das ja auch als eher so die künstliche Intelligenz ja auch eher als sowas Inspirierendes sehen und gucken, was schlägt die mir vor. Mhm. Aber letztendlich, und das ist ja das Punkt, man muss ja trotzdem noch selber entscheiden dürfen. Will ich das jetzt gut finden oder nicht? Ja. Und das ist ja letztendlich eine menschliche Geschichte. Also da kann mir ja auch kein Computer, kann ja mir gerne ein Bild zusammenbasteln, wenn ich das trotzdem scheiße finde. Dann bleibt es scheiße. Ja. Ja, dann ist es halt kacke. Und entschuldige die Wortwahl. Alles gut, wir dürfen gerne kacke sagen. Das ist kein Aber also so sehe ich das jetzt noch nicht dramatisch und neulich, das fand ich ganz witzig, ich habe auf irgendeiner Party mit Deutsche Bahn-Mitarbeitern gesessen und die dann meinten, ja, vor künstlicher Intelligenz haben wir keine Angst, weil guck dir dieses Bahnchaos an, das so manchmal entsteht durch diese KI. Ja, da sind halt immer noch so viele. Ach so, weil die benutzen eine KI für die Bahn? Ja, das gibt ja schon so Weichenstellungen. Ja, oder auch wenn ich in der App eine Verbindung suche oder so, das wird ja schon auch so irgendwo ein bisschen vom Computer analysiert und generiert. Und wenn dann gewisse Dinge einfach nicht passen, weil der Faktor Mensch einfach nach wie vor nicht abgebildet werden kann. Das ist halt für mich einfach klar. Gibt auch Horrorszenarien oder so, aber
ich bin da eher jetzt noch entspannt. Und so. Also ich habe das jetzt zwei Wochenenden mit meinem Vater ein bisschen ausprobiert, diese Dolly 2-Geschichte, und hat einen riesen Spaß dabei, das Ding zu füttern. Und man sieht noch die Grenzen so, noch, aber im Vergleich zu Dolly 1 ist es schon ein wahnsinniger Sprung, und man weiß halt, das Ding geht immer, wird immer schneller und besser gehen. Also die Entwicklung geht da rasant hoch. Und ich dachte, krass, ja, also jeder, der eigentlich sich sonst sein Geld verdient hat mit Logos entwickeln für irgendwelche Companies, ist de facto, braucht man die nicht mehr. Das ist natürlich bei einer stetig wachsenden Weltbevölkerung und einer stetig, ich sag mal, größer werdenden Technisierung, die auch viele Arbeitskräfte einfach nicht mehr nötig macht, muss man doch darüber nachdenken, wie füllt der Mensch denn seine Zeit? Ja. Wir sind ja jetzt nicht mehr im Mittelalter, wo der, wie große Künstler, dann monatelang einfach gemalt hat. Ja. So, und von daher finde ich, da wäre ich ja auch wieder bei meinen Fächern. Es ist eigentlich viel sinnvoller, auch diese Fächer wie Kunst, Musik, Literatur viel mehr aufzuwerten, ja, damit Schüler oder Menschen generell lernen. Und das fand ich dann, da können wir auch wieder den Bogen nach Armenien spannen. Mhm. Also ich finde es dann wichtig, Schülern auch zu zeigen, was kann ich machen, wenn es nicht nur um meine Leistungseffizienz geht. Was mache ich in Phasen meiner Freiräume? Wie kann ich die nutzen? Oder wie kann ich die vielleicht auch gar nicht nutzen? Vielleicht kann ich auch, wie kann ich entspannen? Wie kann ich zu mir selber finden? Wie kann ich etwas für mich Sinnstiftendes machen? Also ja, wenn ich jetzt sage, ich bin Fotograf, dann meine ich, ich fotografiere leidenschaftlich. Ich habe versucht, da mal irgendwie von zu leben. Es hat nicht funktioniert. Aber ich mache das ja trotzdem nach wie vor gerne und es erfüllt mich. Und ich muss, klar, ich habe einen Instagram-Account, aber ich habe während Corona viel darüber nachgedacht. Ich habe ja einfach Spaß dabei, mich damit zu beschäftigen. Ja. Und darum geht es ja. Und wenn das muss man ja auch vielen, ich glaube, da muss man vielen Leuten, die in Corona das Problem haben, was mache ich mit meiner vielen freien Zeit jetzt? Man muss denen ja eine Handlungsanweisung geben, was kann ich denn da machen? Und ich hatte gar keine Zeit in dieser freien Zeit. Ja. Und es war wunderschön. Ja, sowas halt. Ja. Dass man das dann, also ich fand die Zeit, okay, da gehöre ich auch einer zu den Glücklichen, auch diese Freiräume, die man dann hatte, an seinen eigenen Projekten zu arbeiten, fand ich halt super. Ja. Aber es gibt ja auch ganz viele Menschen, und es ist, glaube ich, der Großteil, die ohne ihre Aufgabe, die ihnen dann durch den Staat oder sonst wen gegeben wird, plötzlich in so ein Loch fallen. Und das finde ich halt schade, dass wir da als Schule nicht darauf reagieren, auch diesen Menschen oder generell jedem Menschen mal zu zeigen, hey, wenn du es mal nicht um deine Note geht oder so, es gibt, dann kannst du auch Dinge das machen, ja, das ist voll cool, und das hat auch nichts unbedingt mit dem Smartphone zu tun. Ja. Das finde ich halt ganz spannend, dass man da mal... Ich habe das Gefühl, es hat ganz viel mit der gesellschaftlichen Akzeptanz des Nichts zu tun. Ja. Sobald man sich, sage ich mal, der Muße hingibt, weil man gerne ein Buch lesen möchte, weil man gerne an einer Idee rumdenken möchte, etwas plant, was erstmal noch gar kein Ziel hat, aber man hat irgendwo so eine Idee und man will damit rumspielen, Dinge experimentieren. Dazu gehört auch Engineering, Leute, die Dinge bauen oder so und was sich einfallen lassen, erfinden. Oder eben sich mit einer musischen oder künstlerischen Tätigkeit zu beschäftigen, sei das ein Instrument zu spielen, etwas zu malen, zu zeichnen, zu fotografieren, etc. Dann hat das in unserer Gesellschaft ganz oft so einen Stand von wegen, du bist ein Arbeitsloser, du bist nichts wert, weil du gehst ja keiner bezahlten Tätigkeit nach. Du machst da was, das schwebt in der Luft, das bringt keinen, im ersten Sinne keinen Mehrwert sozusagen, davon werden keine Steuern bezahlt und so. Dementsprechend haben wir so ein gesellschaftliches Gefühl dazu auch selber, dass wir in dem Moment etwas Schlechtes tun, indem wir nicht produktiv sind, dass wir etwas, dass das verboten ist. Das ist nicht, ja, ich meine, es ist ja schon seit den Ablassbriefen im Mittelalter so irgendwie. Also ganz genau. Genau, die Religion sagt, du musst ganz was genau tun, damit du irgendwie in den Himmel kommst. Ja. Wenn man weiter zurückgeht, mit den Griechen war es ganz anders. Ja. Da war das sehr wohl angesehen, wenn jemand lange, die Denker haben sich Zeit genommen zu denken. Ja, oder auch Müßiggang ist ja auch wichtig.
Aber der Punkt ist ja auch, dass es geht ja nicht nur um, ich glaube, dass manche Persönlichkeitsstrukturen, die haben nun mal nicht diesen inneren Drang, sich ausdrücken zu wollen. Aber trotzdem hast du ja auch so einen Konsumgedanken immer in dir drin. Und warum dann auch nicht, die einen wollen sich austoben, wollen aber auch Publikum haben. Und das fand ich halt in Armenien so toll, dass ganz viele wirklich künstlerisch interessiert sind. Kunst machen steht auch immer auf irgendwelchen Visitenkarten. Ich bin Kurator, Maler, sonst was. Aber man darf sich das nicht vorstellen wie hier, dass die dann auch wirklich Geld damit verlieren, sondern dass sie das einfach gerne machen. Ja. Dass sie immer sie gerne ein Selbstverständnis haben. Ja, so ein Selbstverständnis haben, mal in ihrer Wohnung eine kleine Ausstellung herrichten und dann kommen die Freunde rein. Es sind ja auch, die Leute sind ja viel vernetzter. Ja. Also ich habe mich mit einem unterhalten, und habe gefragt, warum sind die Leute denn hier so entspannt? Warum? Und das hat natürlich damit zu tun, dass in Armenien, es ist ein relativ kleines Land, aber die Leute so vernetzt sind. Das heißt, wenn jemand irgendwo was falsch macht, das spricht sich halt rum. Und also es gibt so eine soziale Selbstkontrolle. Und dadurch überlegt man sich dreimal, ob man jemanden anflucht oder irgendwie aggressiv wird. Das fand ich irgendwie eine ganz spannende Geschichte. Dann spielt natürlich der Glaube noch eine große Rolle, den viele hier nicht haben. Aber man hat halt irgendwie so eine noch so eine andere Sinnhaftigkeit im Leben, halt auch das Kreative. Und hier, klar, die Leute fallen in so ein Loch. Natürlich, ich rede jetzt nur von Leuten, die wirklich so dann emotional oder praktisch persönlichkeitsmäßig nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Dass Corona natürlich Leute auch in den finanziellen Ruin getrieben hat oder dass da Familien gelitten haben, darum geht es ja nicht. Es geht, wie gesagt, darum, dass man mit sich selber und seiner vielen Zeit mal was anzufangen weiß. Und ich glaube, das ist halt auch das Problem, wenn man diesen Effizienzgedanken halt drin hat, dass man natürlich auch immer versucht, Arbeiten zu finden, die vielleicht auch gar nicht notwendig wären. Also wenn ich dann sehe, in der Bürokratie werden plötzlich Arbeitsgruppen zu Dingen gebildet, die hat man früher irgendwie einfach entschieden und das war auch okay, das war eine kurze, schnelle Entscheidung. Und das sind halt auch Sachen, die man sich mal hinterfragen müsste. Muss man, weiß ich nicht, immer 10 Leute mit ans Board holen, um eine Sache durchzudiskutieren. Keine Ahnung. Also so. Ja, braucht man nochmal 13 Ordner? Braucht man nochmal genau. 13 Kopien von 13 Ordnern, um eine Windmühle irgendwo aufzustellen? Genau. Wie oft muss so etwas abgesegnet sein? Ja. Also wenn ich dann auch so... Klar, ich habe viel studiert, habe tausende von Prüfungen gemacht, aber diese Kontrolle, die dann immer noch im Schulsystem herrscht, durch Qualitätsanalysen und so, das ist ja auch irgendwo auch wichtig. Aber gleichzeitig denke ich mir dann auch irgendwann, hey, ich habe mich doch schon 1000 Mal bewiesen. Und warum muss ich auch gegenüber Eltern, wenn ich einem Elternteil mitteile, dass ihr Sohn oder ihre Tochter vielleicht das Klassenziel nicht erreicht oder gerade aus meiner Sichtweise den Leistungsstand eines Gymnasialschülers nicht entspricht, dann sollten Eltern vielleicht mal darüber nachdenken, ob das vielleicht nicht eine richtige Sache ist, die ich da sage. Weil ich habe das ja auch studiert und ich habe schon tausende von Kindern unterrichtet, erlebt, Erfahrungen gesammelt und dass das Werturteil, was ich da natürlich auch mit Vorsicht und nach vielem Nachdenken fälle, vielleicht aber auch einfach mal angenommen werden müsste. Abschließend würde ich dich gerne fragen, was dich inspiriert? Wobei? Was inspiriert dich, ist die Frage. Also... Gibt es Vorbilder, die du hast zum Beispiel? Oder gibt es andere Leute, die dich inspirieren? Oder gibt's? Ich glaube, ich lasse mich generell von vielen inspirieren. Also ich reise gerne, weil ich einfach gerne woanders bin. Ich finde das einfach alles irgendwie spannend. Vorbilder, also ich... Künstlerisch gesehen, es gibt unglaublich viele Fotografen und Fotografinnen, die super Sachen machen. Aber immer wenn ich in Ausstellungen gehe, habe ich dann einfach anschließend den Drang, ich will das auch machen. Ja. Probiere halt viel rum. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist einfach in einem drin.
Als Reisen inspiriert mich. Ich glaube, wenn ich das nicht mehr dürfte, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, auch jetzt mit, ich fliege natürlich dann auch viel durch die Welt. Jetzt, ich versuche das natürlich zu reduzieren. Also im Sabbatjahr war es natürlich sehr viel oder in den Sabbatjahren, aber ich überlege mir das jetzt natürlich dreimal, ob ich in den Herbstferien irgendwo weiter wegfliege. Aber andererseits, auch wenn das jetzt politisch mega inkorrekt ist, ich werde es, glaube ich, trotzdem weitermachen, weil das einfach mir persönlich viel bringt. Und ich glaube, ich auch so eine Reise anders nutze als der typische Pauschaltourist, der einfach nur 3000 Kilometer weit fliegt, um irgendwo auf einer Sonnenliege zu liegen. Da sehe ich mich dann halt auch, weiß ich nicht, da rechtfertige ich mich da so mit, dass ich das. Ich glaube, du kannst das, weil du nimmst uns alle auch mit, also jeden, der lässt die anderen Leute auch teilhaben an deinen Reisen durch deine Bilder. Mhm. Und das ist ein wahnsinniger Mehrwert, weil die Eindrücke, die man so nochmal bekommen kann durch jemand anderes, sind einfach ganz stark. Und auch so Länder wie Armenien zum Beispiel, die man sonst vielleicht nicht auf dem Schirm hätte, kommen plötzlich in ein Bewusstsein rein. Und allein das, was bei mir schon bereits passiert ist, ist schon total viel. Mhm. Dadurch, dass du nach Armenien gereist bist, habe ich mich schon mal anders damit auseinandergesetzt, als ich sonst machen würde. Und das rechtfertigt vielleicht auch so die eine oder andere Reise. Michael, unsere Zeit ist um und ich bedanke mich sehr herzlich für dieses ganz spannende und tolle Gespräch. Ja. Ihr alle solltet euch auf jeden Fall den Insta-Account angucken von Michael. Da seht ihr ganz viele Bilder noch und Fotos. Das ist @wagener_Michael oder auf der Homepage www.mwagener-foto.de. Da seht ihr auch ganz viele Bilder und Infos zu Michaels Arbeiten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich und hören uns bald wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.